Ja, guten Abend und ganz herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser erneuten Ausgabe der Swiss Beihards News nach einer kurzen Sommerpause. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer genauso wie wir. Wir haben ja unglaubliches Wetter jetzt seit Wochen und Monaten. Ich kann mich nur an 2003 erinnern, wo wir einen ähnlichen Sommer hatten. Das gleicht alles wieder ein bisschen aus, die Einschränkungen, die wir hinnehmen mussten. Und normalerweise würde ich am Abend kein All-in-One trinken, es sei denn, ich gehe davon aus, dass die Nacht noch lange geht durch das Koffein, das wir drin haben. Aber was ihr hier seht, gut erkennbar an den nicht fetten, sondern dünnen Buchstaben, so kann man die beiden unterscheiden, das ist die neue Ausgabe des All-in-Ones. Ah, einfach sensationell, wir haben es überarbeitet. Es schmeckt jetzt nicht mehr so metallisch, nicht mehr so medizinisch wie Ortomol Plus, so in diese Richtung, sondern schmeckt jetzt richtig frisch und nochmal deutlich besser, hat eine bessere Farbe auch. Nach wie vor die Mischung quasi gleich, nach wie vor die gleiche Menge an Koffein, 50 Milligramm, aber Guarana, also Slow Release und natürlich weniger Toxin belastet. Und was wir neu haben, das ist das Wesentliche, darum trinke ich es auch heute Abend, das ist 200 Milligramm L-Theanin. L-Theanin ist der Gegenspieler zum Koffein und verstärkt sogar noch die positiven Wirkungen des Koffeins aufs Herz und aufs Gehirn, aber nimmt die negativen Wirkungen weg, also Unruhe, Nervosität, dass man nicht einschlafen kann, kein Melatonin bildet. Also jetzt haben wir endlich ein All-in-One, das uns frisch macht und wach macht, aber trotzdem nicht daran hindert, einzuschlafen und gut durchzuschlafen. Ja, wir haben heute ein paar spannende Themen. Im Wesentlichen geht es heute unter anderem auch um Fortbildungen, um unsere kommenden Kongresse. Es wurde ja vorgestern die medizinische Woche abgesagt, leider, wird nicht stattfinden. Auch wir wären dort gewesen und wir haben aber das schon in gewisser Weise antizipiert und haben ja ein Wochenende nach dem der medizinischen Woche den Swiss Biohealth Kongress geplant, zu dem ich nochmal erneut einladen möchte. Wir haben da nochmal intensiv dran gearbeitet und haben uns gedacht, wir geben, wenn schon diese Top-Weltklasse-Spezialisten zu uns kommen an diesem Wochenende, diesen zwei Tagen, dann geben wir gleich noch Themen vor und sagen, wir möchten gerne, dass ihr euch darauf fokussiert. Über diese Themen möchten wir alles lernen, möchten sehen, wo gibt es einen Konsens, welche verschiedenen Wege, Möglichkeiten gibt es, sodass wir dann anschließend mit maximalem Nutzen hier rausgehen können. Es wird so sein, dass es wird eine Sprache sein, die den Profi nicht langweilt, Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, die aber auch für den interessierten, Laien, normalen Menschen absolut verständlich sind, sodass auch eben interessierte Nicht-Mediziner an diesem Kongress teilnehmen können und dürfen. Wir haben jetzt auch schon geplant, dass wir unsere Räume umbauen, werden die Mittelwand rausnehmen, werden beide Räume miteinander vereinen und können dadurch eben, ansonsten werden wir jetzt schon ausgebucht, dort noch weitere Teilnehmer mit reinnehmen. Wir werden im Foyer, stellen wir uns vor, dass wir so ein bisschen eine kleine Ausstellung machen werden, wo verschiedene Firmen, die Produkte herstellen, die wir verwenden, wie zum Beispiel ein Hersteller für Vitamin-C-Infusionen, sich dort präsentieren könnten. Und das ganze Catering werden wir nach draußen in den Garten verlagern. Dort werden wir auf der großen Terrasse ein riesiges Zelt aufbauen, wo das ganze Catering dort raus verlagert wird. Also wird sehr, sehr spannend werden. Komplett neues Erscheinungsbild dann im Herbst. Wir wollen einfach unabhängig werden von, sage ich mal, also ja, wir haben hier in der Schweiz sehr vernünftiges Umgehen mit Corona und denken deswegen auch, dass die Veranstaltungen stattfinden werden. Und wir möchten da, wie gesagt, möglichst viel in der Schweiz machen können und unabhängig sein von anderen Organisationen und Organisatoren. Hier also nochmal 6. und 7. November 2020. Die drei Themen, auf die wir uns fokussieren werden, wird einmal sein Immunsystem. Ich denke, Immunsystem ist im Rahmen von Covid-19 in den absoluten Mittelpunkt gerückt oder hätte rücken sollen, denn das ist eigentlich das, worum es geht.
Schlussendlich geht es nur um komplett uninteressante Fallzahlen, die statistisch komplett wissenschaftlich falsch aufbereitet werden. Jeder Student im ersten Semester, der sich so präsentieren würde, wie unsere Bundesregierung, würde sofort von der Uni fliegen, oder die deutsche Bundesregierung. Eigentlich müssten wir uns über Immunsystem unterhalten. Wie können wir das Immunsystem fit machen? Immunsystem ist aber interessant für jegliche Arten von chronischen und akuten Erkrankungen. Da brauchen wir ein super starkes Immunsystem. Da werden wir einen großen Fokus drauf legen. Der zweite Fokus wird sein Performance und Energie. Performance slash Energie gehört eigentlich zusammen. Denn am Ende des Tages, wenn wir das Leben genießen wollen, Spaß haben wollen, aber auch wenn wir 8 oder 10 oder 14 Stunden operieren wollen, am Patienten sitzen wollen, dann brauchen wir eine extrem gute Energie. Jede chronische Erkrankung hat ja auch was mit Energiemangel irgendwo zu tun. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, eine tolle Energie aufzubauen. Genau da wollen wir auch einen Fokus drauf legen. Da geht es dann beispielsweise um Mitochondrien und viele andere Themen und Dinge. Und das dritte Thema ist Anti-Aging. Damit meine ich nicht, dass wir uns alle liften wollen. Und dann so aussehen, als ob wir mit dem Cabrio 3 Stunden bei 250 offen gefahren wären. Unter Anti-Aging verstehe ich, dass wir die Zellen verjüngen. Das äußert sich natürlich auch äußerlich, wie innen so außen, wie außen so innen. Aber es ist ja so, wir werden alle älter und wir müssen uns zwangsweise mit dem Älterwerden und irgendwann auch mal dem Sterben beschäftigen. Das ist ganz natürliche, normale Gang der Dinge. Das lässt sich einfach nicht ignorieren und wegdiskutieren. Aber es ist ja so, dass im Laufe eines Lebens ist ja das Schöne, dass wir hoffentlich, dann haben wir alles richtig gemacht, uns im Laufe des Lebens vielleicht mehr Möglichkeiten haben, finanzieller Art, wir haben mehr Lebenserfahrung, wir haben vielleicht mehr Selbstsicherheit, was auch immer. So entwickeln wir uns von mal Schüler, Student zu einem erwachsenen Menschen und haben dann eigentlich mehr Möglichkeiten, mehr Freizeit hoffentlich, mehr finanzielle Möglichkeiten, haben Familien vielleicht. Und wenn jetzt aber die Möglichkeiten wieder eingeschränkt werden, weil unser Körper das nicht mitmacht, dass wir noch wandern gehen können, dass wir tolle Sachen unternehmen können, dass wir auch mit 80 noch einen Fallschirmspringerkurs absolvieren können und Skifahren können und diese ganzen Dinge, das wäre sehr, sehr schade. Und genau darum geht es, dass wir hier lernen und sehen wollen, wie können wir unsere Zellen jung halten. Das, klar, äußert sich auch optisch natürlich. Also das sind diese drei Foki, die wir setzen für diese Health Days, Swiss BioHealth Health Days. Ich sehe es ein bisschen als Ersatz, aber mit einem klaren Fokus auf diese drei Themen, als Ersatz zur medizinischen Woche für euch vielleicht. Es wird 2 Tage gehen. Wir werden jeweils von 9 bis 18 Uhr tagen. Wir werden in Deutsch und Englisch Referenten da haben. Deswegen, die schon bei uns waren, kennen es. Wir haben eine eigene Simultanübersetzung und werden von Deutsch in Englisch übersetzen, von Englisch in Deutsch übersetzen, sodass egal welche Sprache ihr sprecht, ihr werdet alles zu 100% mitbekommen. Es gibt auch entsprechende Fortbildungspunkte. Und die Kosten für den Kurs sind 1290 Euro. Die Tickets sind auf 120 Stück limitiert. Ich glaube, wir haben jetzt noch circa 40 Tickets. Wir sind uns sicher, dass die alle weggehen werden. Also wenn es euch interessiert, meldet euch rechtzeitig an, dass ihr bei diesem, glaube ich, schon einzigartigen Kongress dabei sein könnt. Wir werden alles dafür tun, dass der extremen Nutzen uns bringen wird und einfach uns helfen wird, extrem viel Wissen zu bekommen. Wir wollen im Prinzip trotz zunehmendem Alter wieder die Energie eines jungen Menschen haben und so bewegen können, wie wir uns bewegt haben mit 20, 25, ohne dass irgendwo wehtut und irgendwelche Schmerzen auftreten. Es ist durchaus möglich. Also ich empfinde das zumindest so und habe da ja auch selber viel an mir gearbeitet und die Themen interessieren mich. Und ich freue mich auch extrem, dass wir hier einfach einige der besten Leute zu diesen Themen haben und erwarte mir sehr, sehr viele Informationen zu diesen Themen. Ich werde eine Einführung machen und da kurz darüber sprechen, wie wir alles, sagen wir mal, irgendwo so zusammenhängt und werde vielleicht einen ganz kleinen Abriss von meinem
Longevity-Seminar geben, einige Minuten. Dann haben wir, das ist jetzt nicht die chronologische Reihenfolge, den Lair Hibero, die Ikone schlechthin in Südamerika für biologische Medizin, Ausbildungsauftrag, Postgraduate der Mediziner in Brasilien, Auftrag der brasilianischen Regierung. Er ist ein, nicht nur eine Ikone, er ist auch ein Titan, 75 Jahre alt, unglaubliche Energie. Von solchen Leuten will ich einfach lernen, hat ein gewaltiges Wissen. Er wird auch anschließend noch 2 Tage da bleiben, noch einen Spezialkurs für uns Zahnärzte geben, die 12 wichtigsten Themen für Zahnärzte. Und er wird sehr viel sprechen über Hormone. Er arbeitet viel mit naturidentischen Hormonen. Und es ist ganz klar, jeder von uns weiß, wenn wir uns super jung und gut fühlen wollen, dann müssen wir schauen, dass die Hormone, ob das jetzt Schilddrüsenhormone sind, Testosteron, Östrogen, der EA und so weiter, dass die alle funktionieren. Die Frage ist aber, wollen wir die substituieren? Das macht er beispielsweise durch naturidentische Hormone. Oder wollen wir Methoden finden durch Supplements, Lebensstilen, was auch immer, auf natürlichem Wege die Hormone wieder da hochfahren, wo sie mal waren? Auch die Neurotransmitter und so weiter. Also es wird wahnsinnig spannend werden, ihn da zu haben. Dann haben wir den wahrscheinlich besten Immunologen weltweit, der uns natürlich viel dazu beitragen wird. Wie können wir unser Immunsystem extrem stark machen, durch die Schule der Infektionen auch gehen. Und, aber auch er wird natürlich die Themen Energie und Anti-Aging adressieren. Dann Professor Ganati, kommt er eigentlich aus der Zahnmedizin, aber auch er wird hier sprechen und wird uns zeigen, er ist ja Mundkiefer, Gesichts- und plastischer Chirurg, wie man jetzt auf komplett natürliche Art und Weise durch Blutkonzentrate zentrifugieren, das IPRF, Injectable PRF, wir, sagen wir mal, injizieren können im Gesichtsbereich, aber auch natürlich im Gelenk, hat bei mir auch schon die Schulter injiziert, um dort einfach Gewebe zu regenerieren, indem wir dort eben Stammzellen hinbringen, indem wir dort Wachstumsfaktoren hinbringen. Irrsinnig spannend wird es werden. Und da geht es ja also eigentlich eine Eigenbluttherapie, geschlossenes System und insofern auch eine spannende Möglichkeit, hier auch tatsächlich die Haut wieder zu regenerieren, aber auch andere Bereiche zu regenerieren. Dr. Klinghardt, muss ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen, einer der bekanntesten, angesehensten Ärzte, der wahrscheinlich mit den höchsten Impact hat aller Ärzte, mit die meisten Ärzte ausgebildet hat. Und wenn natürlich jemand über die ganze Thematik Immunsystem, Performance und Anti-Aging, Longevity sprechen kann und vieles zu sagen hat, dann selbstverständlich er. Dann Dr. Cheng war ja der Held von Shanghai, den wir auch interviewt haben und er beschäftigt sich intensivst mit Anti-Aging. Das ist eines seiner Hobbys. So kam er ja auch zu hochdosierten Vitamin-C-Infusionen, die ja auch nicht nur, wie wir von Klinghardt gelernt haben, eine tolle Entgiftungsmaßnahme darstellen, sondern natürlich auch sensationell sind für das Anti-Aging, denn wir wissen ja, dass Vitamin C aus Prolin und Lysin das Prokollagen herstellt und damit natürlich auch wir das Kollagen in unserem Gesicht, das ja mit der Zeit einfach verloren geht und wir dadurch faltig werden, können wir durch Infusion auch wieder aufbauen. Er ist sich sicher, dass jeder von uns 125, 130 Jahre easy leben könnte. Das ist auch sein Ziel, meines übrigens auch. Und von daher wird es wahnsinnig spannend werden, was er dazu zu sagen hat. Dr. Thomas Levy, viele von euch kennen ihn als, als Darsteller in dem Film Root Cause, der auf Netflix lief und mittlerweile noch auf Amazon Prime. Er kennt sich extrem gut aus mit den ganzen Mineralen und so weiter, hat aber auch als eines der Themen die ganzen Hormonthematiken, ob das jetzt Schilddrüsenhormone sind, Geschlechtshormone und andere, die extrem wichtig sind für unser Immunsystem, für unser Alter und für unsere Gesundheit, für unsere Energie und Performance. Also auch von ihm werden wir spannende, tolle Sachen hören zu dieser Thematik. Professor Birkmeier, der Titan schlechthin in Europa zum Thema Anti-Aging, Gegenspieler zu Professor David Sinclair in Harvard. Sein Vater, Entdecker des Parkinsons, er Entdecker der Stabilisierung von NADH, das eine ganz, ganz große Rolle im Anti-Aging spielt und wenn man ihn sieht, so sieht er tatsächlich auch aus, wie hier auf dem Bild,
Viele Referenten, so ich ja auch, verwenden Fotos, wo man noch ein paar Jahre jünger war. Er sieht tatsächlich so aus, hat keine einzige Falte im Gesicht, ist über 80 Jahre alt, also super spannend. Der Persönlichkeit wird uns natürlich zum Thema Anti-Aging und Energie, denn wenn NADH funktioniert, das hat auch was mit ATP zu tun, dann haben wir natürlich auch eine gute Energie. Dann haben wir den Dr. Kurt Mossetter. Absolut genialer Arzt, ehemaliger Arzt der US-Nationalmannschaft, hat die Myoreflex-Therapie erfunden. Ich hatte gerade gestern Abend einen Termin bei ihm. Ich habe ja hier dieses Schulterproblem. Die Schulter ist relativ oft ausgekugelt und er hat da super interessante Ansätze. Er hat mich da gestern auch behandelt. Man merkt einfach, er hat da goldene Hände. Und wenn natürlich einer was zum Thema Performance und Energie sagen kann, dann Kurt Mossetter. Und last but not least, ein ganz Verrückter, der Eberhard Wagemann, war auch schon 6 Wochen mit mehreren Schamanen im Amazonasgebiet, hat da alles Mögliche mitgemacht, hat den höchsten Yogi-Level, den man erreichen kann, ist selber Ultraathlet. Inhaber mehrfacher Weltrekorde, unter anderem innerhalb von 6 Tagen 3 Ironmans auf 2 Kontinenten, ist aber auch beruflich sehr erfolgreich, geht sehr unkonventionelle Wege, hat beispielsweise damals die Uhrenwerke Glashütte extrem erfolgreich saniert. Also auch er wird uns von einem anderen Aspekt, er selber ist für sein Alter auch 67 Jahre unglaublich fit. Ich denke, der läuft jedem von uns beim Joggen noch davon. Und also er zeigt und beweist einfach, dass man diese Energie und damit ja auch diese Longevity, die Langlebigkeit, die Jugendlichkeit erhalten kann. Das hat auch viel was mit der mentalen Arbeit, mit dem Kopf zu tun. Und genau da werden wir sensationellen Input von ihm bekommen. Also, wer sich noch nicht angemeldet hat, ich kann es euch nur empfehlen, es wird ein gigantischer Kongress werden, werden tolle Leute da sein. Tolle Referenten und mit Sicherheit ganz, ganz tolle Erkenntnisse, die jeder von uns dann mit nach Hause nehmen wird. Ja, damit sind wir bei diesem Thema soweit durch. Wir haben dann entschlossen, dadurch, dass wir den Umbau machen, die beiden Seminarräume vereinen, dass wir das gleich entsprechend nutzen können. Es wird übrigens auch ganz spannend, das Wochenende nach dem den Swiss Biohealth Health Days, 6.7., wird am 14. der Jahreskongress der Sportärztezeitung bei uns stattfinden. Die haben eben auch durch Corona, ihr bisheriger Gastgeber hat ihnen abgesagt, also einfach in Deutschland zu riskant ist, die Arcus Klinik. Und sie kommen jetzt zu uns und werden ihren Jahreskongress bei uns durchführen mit sensationellen, spannenden Referenten. Und glaube, 4 Bundesliga-Vereine sind mit da, mit ihren Teamärzten. Also es wird wahnsinnig spannend werden. Da werden wir einfach mal Gastgeber sein und auch mal interdisziplinär dazulernen am 14. November. Wenn jetzt jemand von euch dabei ist, vielleicht Sport, Zahnarzt, Ausbildung, gibt ja einige, auch bei uns haben gerade einige die Ausbildung abgeschlossen oder führen sie eben noch durch von unseren Zahnärzten, dann ist es durchaus auch möglich, auch bei diesem Kongress teilzunehmen. Dann einfach mich am besten persönlich kontaktieren, dann kann ich das entsprechend weiterleiten an die Organisatoren. Dann haben wir gesagt, wir machen, weil ich war mir schon sicher, dass die medizinische Woche nicht stattfinden wird und dann wurde dieses Wochenende frei. Und dann haben wir einen Bone Augmentation Workshop initiiert für dieses Wochenende. Wir haben noch nie mit einem Newsletter so ins Schwarze getroffen. Wir hatten innerhalb von einer Woche über 60 Anmeldungen für diesen Workshop. Und es ist ja so, wir sind ja schon sehr sicher führend im Bereich Keramikimplantate. Wir sind sehr sicher führend im Bereich biologische Zahnheilkunde. Und das nächste Thema, dem wir uns extrem intensiv angenommen haben, das ist das Thema Knochenaugmentationen. Denn so wie ich auch die letzten 30 Jahre, so steht jeder von euch immer wieder vor der Herausforderung, dass Knochen fehlt. Wir wollen möglichst sicher, möglichst minimalinvasiv diesen Knochen aufbauen und wiederherstellen. Und nicht alle Knochenaufbaumaßnahmen sind zielführend.
sondern wir müssen indikationsbasiert rangehen. Wenn ihr beispielsweise Curie-Technik macht, geniale Technik, ist ja auch in gewisser Weise biologisch, dann hat die aber ihren Schwerpunkt im distalen Unterkiefer, würde man jetzt eher weniger, sagen wir mal, im Oberkiefer-Frontzahnbereich einsetzen. Wenn wir einen Sinuslift machen und wir haben aber Knochenverlust Richtung Mundhöhle, dann bekommen wir zwar dort stabile Implantate rein, die sitzen aber im ersten Stock und sollen eigentlich parterre sitzen. Wir haben eine riesig lange Krone, macht also auch keinen Sinn. Das heißt, wir müssen Richtung Mundhöhle den Knochen aufbauen. Und da haben wir extrem intensiv dran gearbeitet, eine ganze Reihe von tollen neuen Sachen entwickelt, erfunden, entdeckt und haben euch hier für einen Tag neben mir drei super Referenten eingeladen und bereitgestellt. Fehlen darf da natürlich nicht Professor Simon Pieri. Er war ja vor einiger Zeit hier zu seinem Kurs und er ist einfach, ich habe nie jemanden gesehen, der so präzise, perfekte Implantate setzt, alle parallel zueinander. Und das macht schon Sinn, die parallel zueinander zu setzen. Warum, wird er erläutern. Weil ich kann einfach vom Provisorium her ganz anders arbeiten. Sobald alle 8 oder 10 Implantate parallel sitzen, kann ich mit Provisorium-Caps arbeiten, zementiere mein Provisorium und nähe dann zu. Das heißt, ich mache meinen Knochenaufbau, lege die Membranen drüber, apikale Matratznähte, dann ist alles stabil. Und da füttere vielleicht ein Eierschalenprovisorium über die Provisorium-Caps. Dafür müssen sie 100% parallel sein. Und zementiere, entferne die Zementreste und mache dann meine Einzelknopfnähte. Er zeigt auch genau, wie die in den prothetischen Korridor rein müssen. Es gibt biologische, anatomische Gesetze, welcher Abstand vom Canalis incisivus zu den beiden Frontzähnen, welche Abstände zwischen allen Frontzähnen von 5 bis 5, also in der ästhetischen Zone, dann prothetischer Korridor. Und wenn wir so implantieren, dann erzielen wir Ergebnisse, die sind 100% perfekt. Er zeigt in seinen Vorträgen hunderte von Fällen, die einfach so aussehen, wie wenn ein 16-jähriges Mädchen aus der Kieferorthopädie entlassen wird und das den Patienten, die komplett zerstörten Oberkiefer hatten. Und aber auch nach 10, 15 Jahren sieht es noch so aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Fall, den er, sein erster Fall, den er mit uns Implantaten gemacht hat, ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemals so einen 100% perfekten Fall hinbekommen haben, wie er mit seinem allerersten Fall. Also das Konzept ist einfach gigantisch und genial. Dieses Konzept wird er uns zeigen nochmal und erläutern. Das ist übrigens dieser Fall, den wir zusammen gemacht haben in Monte Carlo. In der Zwischenzeit natürlich seit vielen Jahren versorgt, sieht absolut 100% perfekt aus. Perfekte Papillen, perfekte Zahnlängen. Der Patient kann das gesamte Zahnfleisch zeigen, sieht einfach super aus. Dann haben wir einen ganz, ganz tollen MKG-Chirurgen. Das ist übrigens auch die erste MKG-Praxis, die in Hamburg privat gegründet wurde, war natürlich seine Vorgänger. Tobi Wilk, auch Mitglied Swiss Biles Academy Member, operiert sensationell toll. Ich glaube letzten Herbst war es oder dieses Frühjahr vor Corona, glaube ich, war ich bei ihm und habe einen Tag zugeschaut bei mir in der Praxis und er kann einfach extrem gut operieren und kommt aber aus der, ja, ich sage jetzt mal, knallharten schulmedizinischen MKG-Ecke und hat eine ganze Reihe von tollen Techniken entwickelt, wie die Markise oder man könnte sie auch Garagentor nennen, wo einfach reingeklappt wird und dann gestützt, wenn nicht genügend Knochen da ist, um das Sinusimplantat sofort einzusetzen. Oder auch die Letterbox finde ich total spannend, wenn man Knochen aus dem Unterkiefer nimmt und dann dort wie so als einen Briefkastenschlitz reinsetzt und damit die Schneidersche Membran oben hält und ohne Knochenersatzmaterial viele, viele, viele Millimeter in der Kieferhöhle aufbauen kann. Dann natürlich fehlen darf hier nicht Ganati, der das Open Healing Konzept entwickelt hat. Das war für mich eine unglaubliche Bereicherung in den letzten Monaten. Er ist natürlich auch führend im Bereich der Blutkonzentrate, die wir hiervon nicht wegnehmen können. Und er wird natürlich einerseits über das Reus-System sprechen, wo er eben hier offen einheilen lässt. Und es funktioniert tatsächlich. Es gibt auch schon Fälle, wo
unsere Implantate eingesetzt wurden in riesige Aufbauten, die offen eingeheilt sind. Nach diesem Konzept, Reus-Konzept, ersetzt aber auch das von ihm und mir gemeinsam entwickelte Biss-System ein, hier bei einer Tumorresektion oder halbe Unterkiefer entfernt werden musste und direkt intraoperativ wurde schon wieder der Unterkiefer rekonstruiert über die Bissplatte, in dem Fall ohne Implantate. Und ich werde sprechen über den Einsatz der Bissplatten. Da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Fällen durchgeführt und dann natürlich auch wollen wir erste Ergebnisse sehen. Sehr, sehr spannende Thematik, die einfach mir jetzt hilft, die Implantate, prothetisches Plateau sollte auf der Schmelz-Zement-Grenze sitzen, eben nicht im ersten Stock oben. Und jetzt setzen wir die Implantate dahin, wo sie stehen müssen, ob der Knochen ist oder nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Floating-Implants gemacht, die keinerlei Kontakt zum Knochen haben und praktisch komplett im Augmentat schweben. Super spannendes Vorgehen. Es sieht bis jetzt so aus, dass alles hervorragend funktioniert. Extrem minimalinvasiv, auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht. Die Patienten haben aber quasi keine Schwellung, quasi keine Schmerzen, weil wir keine Entlastungen machen und auch keine Periostschlitzung. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen entwickelt, die sogenannten Ys, hier ein Prototyp. Gibt es mittlerweile einteilig und zweiteilig, mit dem wir genau im richtigen Abstand 100% parallel auf die gleiche Höhe die Implantate setzen können. Das hilft uns dann absolut perfekt, die Implantate parallel im richtigen Abstand zu bringen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch was Neues erfunden, das gerade produziert wird. Das werde ich auch dort bei den Health Days vorstellen, wo wir die ersten beiden Implantate im Oberkiefer 1-1 und 2-1 im perfekten Abstand zueinander, im perfekten Position des prothetischen Korridors und 100% parallel zum Canalis Incisivus einsetzen können. Ganz einfache Methode, wenn man sieht, wird man sagen, wow, hätten wir eigentlich schon früher drauf kommen können. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, einen gesamten Oberkiefer, ohne dass wir eine Navigation vorbereiten müssen, sondern wir können spontan starten und haben nachher 8 oder 10 Implantate 100,0% perfekt sitzen, ohne dass wir jetzt extrem begabt sein müssen, so wie Simon Peri, sondern wir können einfach über diese Tools, die ich erarbeitet habe, das absolut perfekt setzen. Es braucht natürlich nicht immer Biss, sondern auch in einem Fall wie hier, wenn das Implantat super stabil ist und nur in Richtung prothetisches Plateau und ein paar Millimeter Knochen fehlen, dann kann ich natürlich auch hier zwei Disc-Abutments draufsetzen und kann hier hingehen und das entsprechend metallfrei oder ja, ich hätte jetzt hier auch Peak-Schrauben nehmen können, metallfrei aufbauen und es einfach als Sonnenschirme verwenden. Ich habe euch hier mal einen kurzen Film mitgebracht. Hier geht es um 1617, die wir hier entfernen mussten. Ihr seht das hier parodontal massiv geschädigt, aber genügend Restknochen, sodass ich die Implantate super stabil platzieren konnte. Das war auch eine virtuelle Hospitation, die kann man sich also auch noch anschauen. Ich habe dann sehr viel Knochen gesammelt im Bereich des Tubers, wo wir die Nico entfernt haben. Also ihr seht, wir haben hier mit der Säge, habe ich sogar den ganzen Tuber einfach abgesägt und dann natürlich innen gereinigt, Metronidazol, Exudat gelegt und so weiter, um dort möglichst viel patienteneigenen Knochen zu gewinnen. Also ich konnte hier auf Fremdknochen gänzlich verzichten. Und haben wir hier eben auch mit internem Lift gekoppelt die beiden Implantate eingesetzt, die super stabil sind, aber es fehlen eben 3 bis 4 mm Richtung prothetisches Plateau. Ich habe jetzt also nicht auf Knochenniveau gesetzt, denn es fehlt ja Knochen durch die vorangegangene PA, sondern auf den Sollzustand die Implantate inseriert. Dann entsprechend die Disc-Abutments angepasst, die jetzt den Sonnenschirmeffekt vergrößern und die Gingiva oder den Lappen, beziehungsweise in dem Fall habe ich auch mit Open Healing gearbeitet, entsprechend den Hohlraum halten. Wir entwickeln gerade auch diese Disc Abutments als Double, das heißt, die gibt es dann schon für 2 Implantate und über das Y kann ich dann eben wieder 100% parallel in perfekte Position implantieren, sodass ich da sicher sein kann, dass das funktionieren wird.
Dann hier ganz normale Vorgehen, Open Healing, Kollagenmembran, dann PRF-Membranen und darüber eine Zytoplastmembran, die exponiert einheilen darf und das dann wieder nach dem Open Healing Konzept eben nicht primär verschlossen, um nicht das Vestibulum zu verstreichen und für den Patienten unangenehme Züge bei der Mimik aufzubauen. So sieht es dann aus, ein paar Tage nach der OP, dann die Provisionen eingesetzt wurden und wir sehen hier schon die Implantate, wo die stehen, nämlich dort, wo sie hingehören, auf der Höhe Schmelz-Zement-Grenze und nicht dort, wo der Knochen ist. Wir wollen es ja rekonstruieren. Hier auch ein zweiter Fall, um nochmal, ja, ich sag mal, Totalschaden eigentlich, lag bei dem Patienten vor. Seit mehreren Jahren hatte er keinen Chirurgen gefunden, der ihn operieren wollte, weil es nach dem Motto, dass keine Chance nütze sie, war das auch. Ich habe hier PRF eingespritzt, IPRF machen wir mittlerweile vor Beginn der OP, dass wir bereits schon mal die Durchblutung des Gewebes verbessern, indem wir IPRF einspritzen. Auch am Ende der OP spritzen wir nochmal IPRF ein, zusätzlich zum Prokain. Auch das werden wir natürlich bei dem Bone Augmentation Workshop thematisieren. Und wir haben dann einfach an diesem einen Tag, werdet ihr praktisch alles lernen, bewährte Techniken, die funktionieren, indikationsbasiert. Also wir sehen auch hier nochmal, wie ich den Pin verwendet habe, um parallel zu operieren. Das haben wir jetzt automatisiert, das geht jetzt noch einfacher. Und dann hier das Y, um dann parallel eben die Implantate in die richtige Position zu bringen. In andernfalls könnte die Bissplatte nicht funktionieren. Und hier das Anpassen der Bissplatte, inzwischen auch viel gelernt. Das Titan hat so eine Stabilität und Standfestigkeit, also es federt nicht, dass man es sogar im Mund noch anbiegen kann. Und in dem Fall musste ich es natürlich intensiv verschrauben mit dem Kiefer, weil die Implantate geschwebt haben. Also man sieht, das eine Implantat hatte gar keinen Knochenkontakt. Das konnte ich vor dem Festschrauben des Cages schon mit der Bissplatte verbinden. Und also in dem Fall Hohlraumbildung, Implantatfixierung gleichermaßen. Der Patient war für diejenigen, die beim letzten Anwenderkurs waren, war der Patient ein paar Tage nach der OP, kam zum Anwenderkurs dazu, hatte keine Schmerzen, keine Schwellung und kommt auch jetzt, ja, ich schätze mal, es dürften jetzt bald 2 Monate sein, jedes Mal mit einem breiten Grinsen in die Praxis, weil er sich einfach extrem freut über die Situation, die wir jetzt schon erreicht haben und natürlich ja, erst kaum erwarten kann, bis er dann irgendwann den ganzen Oberkiefer versorgt bekommt. Sieht also alles gut aus. Ich denke, dass ich hier dann im November schon deutlich mehr dazu zeigen und sagen kann. Ganz klar, hier das Vernähen ist nicht ganz anspruchslos, aber genau diese Thematiken, auf die gehen wir ein, dass man ein ganz klares Protokoll hat. Professor Ganati nennt es indikationsbasierte Chirurgie. Das heißt, wir haben eine Indikation, wie lösen wir die, welche Materialien, welche Membranen, welche Technik. Und eben nicht einfach, ich habe hier eine Membran, die kann ich da und da und da anwenden. Oder hier ein Knochenersatzmaterial kann ich hier und da und dort anwenden. Ihr seht hier übrigens gerade, was für brutale Defekte hier vorgelegen haben. Da habe ich Sticky Bone Technik nach Simon Peri gemacht, mit Membranen abgedeckt. Und dann entsprechend versorgt mit Provisorien. Heute würde ich es vielleicht noch mal ein bisschen anders machen und würde eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, vielleicht nach dieser Phase apikale Matratzennähte, bevor ich dann zunähe, dann schon das Provisorium zementieren, das ich hier, wie man sehen kann, mit Healing Caps gemacht habe und dann erst die Finalnähte durchführen. Wir haben hier ein paar Tage nach der, oder es war, glaube ich, 2-3 Wochen, bevor der Patient entlassen wurde. Wir haben das jetzt ganz bewusst keine Zahnreinigung durchgeführt und irgendwie gereinigt, sondern einfach, um es ganz klar zu zeigen, wie entwickelt sich die Situation. Und man sieht aber, wenn man die Ausgangssituation betrachtet, dass sich hier schon gewaltig was getan hat. Wir denken, das wäre eine sehr schöne ästhetische Situation hinbekommen, wenn wir denken, wo kommen wir her?
Ja, das war das Thema Bone Augmentation Workshop, den ich euch nur ans Herz legen kann. Wir erweitern damit einfach unsere Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass jeder gleich Cages einsetzen soll oder muss, aber wir werden einfach verstehen, bei welchen Indikationen gehen wir wie vor, wann nehmen wir Umbrella-Schrauben, die wir auch entwickelt haben, wann machen wir einen internen Lift, wann einen externen Lift, wann müssen wir Knochen aufbauen Richtung Mundhöhle, was machen wir, wenn der Kieferkamm zu schmal ist, welche Möglichkeiten haben wir, und das wird alles in einem Tag, werden wir das durchführen. Hier sind wir bald schon so weit, dass der Kongress ausgebucht sein wird. Also wer da noch teilnehmen möchte, möglichst bald melden. Ich glaube, wir haben noch nie eine Fortbildung oder einen Kongress ausgeschrieben, der so eine extrem schnelle, intensive Nachfrage hatte wie dieser Bone Augmentation Workshop. Das heißt für uns, dass wir hier wirklich den Nagel ins Schwarze getroffen haben oder Nagel auf den Kopf getroffen haben. Keine Ahnung, wie man das oder ins Schwarze getroffen haben. Und das scheint also wirklich ein Anliegen für euch zu sein, diese Thematik. Und da werden wir noch ganz intensiv weiter dran arbeiten. Wir stellen jetzt eine Art, ja, wie wir nennen es intern bei uns, Katalog. Wir werden für die verschiedenen Techniken die Bilder der verschiedenen Produkte von Umbrella-Schraube über die Bissplatten und so weiter. Dann werden wir Animationen erstellen dazu. Dann werden wir chirurgische Fälle dazu zeigen. Und dann natürlich die ganze Studienlage dazu bringen. Und dann am Ende wird nochmal eine Übersicht kommen, indikationsbasierte Knochenchirurgie oder Augmentation. Das Ganze steht unter dem Oberbegriff, den Professor Granati geprägt hat, GAP, Guided Augmentation Protocol, was, da bin ich überzeugt, GBR ablösen wird, denn es ist ja keine Guided Bone Regeneration, es ist eine Guided Bone Augmentation, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben. Da muss man ganz ehrlich und korrekt bleiben. Insofern wird es, denke ich, sehr, sehr spannend werden, und das wird zu etwa 50 Seiten haben. Es wird einerseits eine Art Katalog sein, es wird aber auch eine Fallpräsentation sein, wird aber gleichzeitig auch ein Lehrbuch sein, das ihr dann von uns da entsprechend mitbekommen werdet bis zu diesem Kongress, die Teilnehmer, das ist dann natürlich damit inkludiert. Ja, jetzt ganz zum Schluss noch kurz eine kleine Vorausschau. Wie ja viele schon mitbekommen haben, sind wir dran, die nächste Generation, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wirklich auf den Markt kommen wird das wahrscheinlich erst so im ersten, zweiten Quartal 2021, aber wir haben jetzt einfach schon mal die ersten 1500 Implantate fix fertig bei uns liegen, 500 sind an die Klinik gegangen und 1000 werden wir erfahrenen Anwendern jetzt schon zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt hier schon eine Erfahrung sammeln, so eine Art Beta-Anwendung. Wir haben jetzt 7 Jahre dran gearbeitet, das wird das 1.2 und 2.2 sein. Das wird von der Geometrie, sieht das quasi gleich aus. Ihr werdet aber nachher sehen, dass wir einige Verbesserungen einfach vorgenommen haben, einige Features. Und wir haben das Implantat, das auch in den USA jetzt schon seit Januar auf dem Markt ist. Und wir kommen von der Produktionskapazität so nicht nach, dass wir es schon früher als Januar, irgendwo zwischen Januar und April 2021 hier einführen können. Aber wir haben einfach für den europäischen Markt mal, wie gesagt, diese 1500 Implantate hergestellt, weil wir, ihr wisst ja, momentan sind Produkte CE zugelassen nach der MDD, die 2024, 2025 wurde jetzt verlängert, durch Corona ausläuft, und jetzt tritt die MDR, also die CE 2020 in Kraft, die spätestens dann mit dem Auslaufen der MDD-Zulassung 2025 erfüllt sein muss. Das Wesentliche ist das, dass die Dokumentation und die klinische Betrachtung wird extrem viel aufwendiger werden. Und deswegen wollen wir mit diesen zugelassenen Implantaten, die haben eine ganz normale Zulassung, die auch die der jetzigen noch bis 2025 gültigen MDD entspricht. Also ihr operiert mit zugelassenen Implantaten, aber ihr würdet diese eben einfach beobachten und dokumentieren, und das honorieren wir entsprechend, weil wir dann einfach außerhalb der Swiss-Bauhaus-Klinik noch zusätzliche Daten
von erfahrenen Anwendern da draußen bekommen, bis zu 350 Euro pro Implantat. Wir werden dann natürlich auch dazwischen drin mehrere Veröffentlichungen machen, wo ihr mit genannt werdet als Co-Autoren, weil ihr ja auch die Daten dazu liefert. Und da werden wir dann eben entsprechend, so wie man es hier sieht, für die Datensätze jeweils entsprechend der Honorierungen vorsehen. Und sodass man hier die Arbeit, die man als Anwender leistet, ist auch ein gewisser Aufwand, die Erfassung der Daten und Übermittlung an uns hier entsprechend wieder Geld zurückerhalten kann, beziehungsweise das entsprechend honoriert werden wird. Wir werden, wie gesagt, dann bei den verschiedenen Veröffentlichungen nach 1, 2, 3, 5 Jahren euch als Co-Autoren mit aufführen. Wenn euch das interessiert, einfach mit unserem Außendienst Kontakt aufnehmen oder mit der Zentrale in Kreuzlingen oder auch mit mir. Das kommt dann irgendwo schon weiter. Die Implantate, so sehen die aus. Wir haben sie schon, wir haben schon einige eingesetzt in der Swiss Bowels Klinik. Macht einfach Spaß, ist eine kleine, feine, super edle Packung. Wir sehen das Implantat, what you see is what you get. Wir hatten bisher ja eine funktionierende, zweckmäßige, gute Verpackung, keine Frage, ausreichend. Wir sterilisieren ja auch alle unsere Instrumente im Sterilbeutel jeden Tag. Aber jetzt behaupte ich, sind wir, was die Verpackung anbetrifft, ganz vorne. Lang genug gedauert, aber dafür ist auch richtig gut geworden. Eine ganze Reihe von Sachen mussten wir einfach auch neu erfinden sozusagen. Das heißt, die Form haben wir ja intelligent so weiterentwickelt, dass alle Bohrer, alle Pro-Protokolle, alles funktioniert weiter. Es ist auch kompatibel, die Abutments, die Schrauben, alles kompatibel mit dem jetzigen Implantat. Muss ich also keine Gedanken machen. Wir haben, das Implantat wird aus dem voll gehippten geschliffen, ist also nochmal aufwendiger in der Herstellung, dadurch auch ein bisschen teurer. Und aber hat natürlich, obwohl unser jetziges Implantat ja schon unglaubliche Stabilitäten erzielt und wir dort schon in Dimensionen liegen, die wir uns hätten vor 7, 8 Jahren niemals träumen lassen, sind wir damit natürlich nochmal in einer höheren Liga. Das heißt also speziell dann, wenn wir, sagen wir mal, noch mehr Stabilität wollen und brauchen, dann ist das natürlich ein tolles Implantat. Die Geometrie ist noch mal präziser, weil sobald ich schleife und nicht mehr sintern muss, wo ich eine definierte, aber doch eine Schrumpfung habe, habe ich natürlich noch mal eine präzisere Herstellung. Das heißt, das Gewinde entspricht noch präziser, hat noch eine höhere Schneidkraft, ein bisschen aggressiver. Und genau dieses aggressive Gewinde lieben wir ja. Die Oberflächenreinheit wurde nochmals verbessert, was ich auch lernen musste in den letzten Jahren oder erst richtig verstanden habe. Steril ist nicht gleich steril, denn wenn ich, sagen wir mal, 1000 Keime pro Quadratmillimeter hätte, was glaube ich auch dem entspricht, was erlaubt ist, und ich sterilisiere das, dann habe ich natürlich die Endotoxine und die Leichen sozusagen von 1000 Keimen pro Quadratmillimeter auf der Implantatoberfläche. Deswegen sollte es natürlich so sein, dass ich Verfahren entwickle, dass schon vor der Sterilisation praktisch keine Keime auf der Implantatoberfläche sind, keine Verunreinigungen. Denn auch wenn die nachher steril sind, es sind trotzdem dann sterile Fremdkörper. Also das haben wir nochmal überarbeiten. Ich glaube, da werden wir auch in eine neue Dimension gehen. Es ist ein Non-Touch-Implantat, schwebt berührungslos in der neu entwickelten Verpackung, hat also keinerlei Kontakt zu irgendetwas. Ihr werdet es nachher gleich nochmal sehen. Ich habe ein kleines Filmchen vorbereitet und es wird kammersterilisiert. Dadurch wird das Implantat schwarz durch eine Verschiebung der, ich glaube, Elektronen. Und da haben wir extra eine Methode entwickeln müssen, wie wir es nach dem Gamma-Sterilisieren durch dieses Fensterchen wieder aufhellen können, haben da Verfahren entwickelt, auch zum Patent angemeldet und eine entsprechende Aufhellungsmaschine, die jetzt auch wieder validiert und zertifiziert sein muss, entwickeln müssen. Also sehr, sehr aufwendig. Darum hat es auch 7 Jahre gedauert, bis wir so weit waren. Ja, ich habe euch jetzt hier ein kleines Filmchen mitgebracht, das ihr mal eben in der Anwendung sehen könnt. Also hier seht ihr
Das halte ich als Zahnarzt in der Hand, gehe hier mit meinem ISO-Adapter auf das Eindrehtool, das disposable, also wird anschließend weggeschmissen, schon fest auf dem Implantat sitzt. Unterschied gegenüber früher, um hier eine absolute Präzision und Sicherheit reinzubringen, wird es mechanisch vormontiert mit 10 Newton-Zentimeter und deswegen da haben wir einfach eine höhere Sicherheit, vor allem ja bei den Einteiligen, bei den Zweiteiligen. Deswegen muss man es dann eben mit dem Nadelhalter entsprechend lösen. Es geht jetzt natürlich super schnell. Ich nehme das aus der Packung raus, schraube es rein, muss nichts mehr draufschrauben, schmeiße dann das Eindrehtool weg. Und also es ist eine echte Freude, mit dieser Serie zu implantieren. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir mit diesen Swiss Biohealth News wieder am Ende. Ich denke, es war heute sehr fachlich geprägt, aber sehr spannend. Und ja, wir sind hier im Swiss Biohealth Education Center für euch. Es hat sich vieles nochmal verändert. Wir bauen eben auch nochmal den Storen Café ein bisschen um. Also wir freuen uns auf euch. Es wird ein super spannender Herbst werden mit neuen Möglichkeiten, neuen Features, wie ihr gesehen habt. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit über Feedback. Das heißt, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Ideen habt, meldet euch bei uns. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsommer und auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen hier bei uns im Swiss Biohealth Education Center. Danke, dass ihr dabei wart.